Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück in einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir checken heute einen brandaktuellen Track raus, der ist vor einer Stunde rausgekommen. Bedeutet auch, ihr geht alle erstmal natürlich auf das originale Video und lasst dort ein Like da, schaut es euch dort an, schreibt einen Kommentar und abonniert den Channel von Bang Shui, falls ihr das noch nicht getan haben solltet, Freunde, ja. Es ist ein kontroverses Thema. Ich habe gar keinen Bock auf krasse Diskussionen in den Kommentaren, ja. Schreibt, was ihr wollt, seid nett zueinander, aber seid nett zueinander. So. Alles, Freunde, wir schauen uns nämlich den Fortune-Track an, der Greta heißt, Fridays for Future. Ich möchte gar nicht zu viel eigentlich Stellung dazu nehmen, weil man sich damit mehr auseinandersetzen muss und ja, ich werde jetzt hier auch nicht irgendwie... Manchmal, ihr seid echt manchmal kleine Pisser, ihr verdreht einem so mega die Worte im Mund und so. Ich kann aber sagen, ich finde das, was sie macht, beziehungsweise wofür sie steht, gut. Es ist wichtig, was gegen Klima zu machen, gegen Klima wahrscheinlich, also gegen die Klimawandlung etwas zu machen. Ich denke, das ist uns allen bewusst, ja. Denkt da auch bitte bei den nächsten Wahlen dran, egal ob auf Landesebene, Bundesebene, Europaebene, ihr wisst, was ich meine. Denkt einfach daran, ja, setzt euch ein bisschen damit zumindest auseinander, spätestens bevor ihr das Kreuz hinsetzt. Und, ja, ey, ich bin gespannt. Ich habe mit Tune da ein bisschen drüber geredet und ihm lag dieser Track wirklich sehr am Herzen. Und ihm und auch dem Asiaten ist es einfach wichtig, die Message rauszubringen. Ich habe noch nichts gehört vom Track und wir sind jetzt einer der Ersten, die das hier uns anhören dürfen. Es ist tatsächlich auch in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, sogar gepartnert mit Fridays for Future, beziehungsweise Fridays for Future supportet das auch ein bisschen, was Tune jetzt hier auf die Beine gestellt hat. Also informiert euch gerne, Freunde. Und dann würde ich sagen, hören wir rein. 6 Minuten 51, ja? Ich bin echt gespannt, Leute. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf krasse Diskussionen habt, geht auf das originale Video und lasst da ein paar Kommentare da, ja? Danke sehr, Freunde. Wir schauen rein. Ihr wisst, vorneweg, ihr wisst, solche deepen Real Talk Tracks fühle ich sehr. Fühle ich sehr. Oh, der Beat ist schon geil. Okay, okay, es könnte richtig geil werden, glaube ich. Es könnte richtig geil werden. Hey, die gibt vor, für die Natur zu kämpfen. Das Einzige, was sie voranbringt, ist das Schule schwänzen. Sie sagt, wir sollen an die Zukunft denken. Haben nicht viel Zeit, aber wie viel davon willst du verschwenden? Halt die Fresse, sie ist nur ein Kind, das sich zum Affen macht. Sie quasselt und stößt doch mehr CO2 aus als die ganze Stadt. Starker Anfang. Okay, starker Anfang. Tune gibt sich jetzt hier so in diese Gegenposition gegenüber Greta und eben halt, ja, es wurde sich sehr, sehr viel über sie lustig gemacht in den letzten Wochen nach dieser einen, wo war das? War das vor der UN? Ich weiß es nicht. Aber dieses eine, ja, Interview, diese eine Rede, die sie gehalten hat, ja, die ja so ein bisschen mehr viral ging als sonst irgendwie. Okay, guter Ansatz. Ich möchte ganz kurz gucken. Beat ist bei Pikaizo, keine Ahnung, das habe ich schon geliked. Jetzt wundern sie sich, von wem der erste Like ist, obwohl das Video noch gar nicht draußen ist. Huch, warte, ich nehme den Like wieder weg, sonst wundern die sich noch. Kannst du uns bitte mit deinen Hassreden verschonen? Dein Autismus nervt, du freches Weib mit Asperger-Syndrom. Von dem Rumgeheule geht es uns raus und schicht jetzt auch nicht besser. Jedes Mal, wenn du eine Rede hältst, wirkst du noch aufgesetzt. Halt die Fresse, sag, was weißt denn du, was ich dich auch gelernt hab? Will ich sehen, ob's wärmer wird, dann schau ich einfach aus dem Fenster. Viele Leute sie... Oh, das ist stark, weil... Viele Aussagen, die Tune gerade gebracht hat, habe ich wirklich auf Twitter gelesen. So. Vertrauen ihr blind, Augen auf, aber schau nicht hin. Glauben mein Kind, was kann die schon wissen? Bloß eine schlechte Schauspielerin. Alles ein ausgedachter Schwindel, alles schlaues Marketing. Die ganzen Spinner glauben, alles was du darstellst wäre echt. Greta Thunberg ist dein Name, aber noch mehr ein Geschäft. Alter, sie reißt um die... Boah, ey, das ist stark, das ist wirklich... Wirklich stark und ich hoffe auch einfach, dass viele Leute, die sowas geschrieben haben, dass denen dadurch so ein Klickeffekt kommt, dass sie das auch so ein bisschen so, ja, was heißt realisieren, aber dass sie, dass einfach dieser Schalter umgelegt wird im Kopf. Welt, weil diese Hoffnungen sie setzt, aber kein Problem, denn alle Kosten sind gedeckt. Es ist nicht alles, wie es scheint, vieles bleibt geheim, aber die Sache hat ihren Preis. Nicht mehr lange noch bleibt uns zum Handeln Zeit, der Lauf der Dinge wird uns allen zeigen, was am Ende bleibt. Es ist Freitag, also scheiß auf die Schule. Baller dir einen rein und will Fridays for Future. Warum muss die Kleine hier so scheineilig tun? Ich kann dir gerne applaudieren, aber gleich geht mein Flug. Es ist Freitag, also scheiß auf die Schule. Die Welt da draußen geht und sagt, ich bleib beim Computer. Soll die Scheißpulle doch schmelzen, ich will einfach meine Ruhe. Und was soll sich groß verändern wegen einer Kleine?
kleinen Hure. Boah, ey, harte Worte, Mann, aber ich glaube, das ist das Richtige. Man muss harte Worte finden, um solche Leute wachrütteln zu können. Bis jetzt finde ich es wirklich stark. Bis jetzt finde ich es wirklich, wirklich gut. Wer's geschafft hat, bei dem Track noch bis hierhin durchzuhalten, dem wird in diesem Augenblick ein Spiegel vorgehalten, der... Real Talk, das ist halt das Gute, das ist das, ey, das ist das Gute. Boah, wie gesagt, ich hatte mit Tune, als ich jetzt vor einer Woche mit ihm ein bisschen gechillt habe, habe ich mich ein bisschen drüber unterhalten mit ihm. Und er hat mir wirklich so ein bisschen auch das dahinter erzählt, dass er sich wirklich Gedanken gemacht hat. Und ja, dass er auch wirklich hofft, dass viele Leute eben, die wirklich so denken, einfach mal realisieren, wie sie sich verhalten haben, so. Denn entweder feierst du die Lines, die ich hier gerade verbreite, oder hältst mich für einen Asi, der ein kleines Kind beleidigt. Und das liegt an eurer teils viel zu extremer Denkweise. Kategorisiert in Schwarz und Weiß und grenzt euch selber ein. Denn man muss nicht alles schlucken, was die Medien servieren. Doch was soll ich meinen Hass auf dieses Mädchen projizieren? Menschen nutzen gerne, aber werden selten selber tätig. Online große Fresse, aber sind dann still im echten Leben. Denkst, was will sie mir erzählen? Was schwingt die mit 16 Reden? Aber wann bist du zuletzt für deine Rechte eingetreten? Seine Freizeit mit Beleidigung bei YouTube zu verschwenden, das heißt Feindbilder erzeugen anstatt Ursachen bekämpfen. Und so streiten wir und suchen nach dem Fehler im System, während der Planet zerstört wird und die Erde untergeht. Es ist nicht alles wie es scheint, vieles bleibt geheim, aber die Sache hat ihren Preis. Nicht mehr lange noch bleibt uns zum Handeln Zeit, der Lauf der Dinge wird uns allen zeigen, was am Ende bleibt. Freitag und sie scheißen auf die Schule, Jo, die ballern sich ein rein und wollen Fridays for Future. Warum müsst ihr alle hier so scheinheilig tun? Alle sind am Kommentieren, doch tun einen Scheiß für die Zukunft. Es ist Freitag und sie scheißen auf die Schule. Die Welt da draußen geht unter, sie bleiben am Computer. Sollen die Scheißpole doch schmelzen, sie wollen einfach ihre Ruhe. Weil sie selber nichts verändern, sagen sie dann einfach. Es ist nicht alles wie es scheint. Sehr stark, Mann. Aber die Sache hat ihren Preis. Nicht mehr lange noch bleibt uns zum Handeln Zeit, denn auf den Dinge wird uns... Auch einfach die Bilder von Tune, so wie er in der Natur steht. Ich wollte schon wieder ein Like geben, Alter, es verleitet mich so. Florian Witt hat das Video gemacht, Ehrenmann. Sehr schönes Video. Zahlen zeigen, was am Ende bleibt. Das ist krank, Alter. Es ist eine starke Message auch gerade allgemein so, sich jetzt so positiv oder krass positiv für Greta auszusprechen. Was heißt, erfordert Mut, aber wie gesagt, es machen sich gerade echt viele über sie lustig, auch sehr makaber, und ich bin eigentlich immer für den Spaß zu haben, soll auch jeder seine Späße machen, die er will, aber im Endeffekt, wie Tune schon meinte, man, es ist wirklich so nice, jetzt so alles auf so ein 16-jähriges Mädchen zu schieben, sie zu bashen, obwohl sie eigentlich als eine der wenigen mit einer lauten Stimme für das Richtige sich einsetzt. So, wisst ihr, ist eigentlich dumm. Ich hoffe, ihr konntet den Song ein bisschen auf euch wirken lassen. Falls auf nicht, jeden Fall. Ihn euch gerne nochmal an, bevor ihr jetzt voreilig irgendwelche Kommentare schreibt. Ey, das ist mal auch wichtig, Leute. Egal, ob bei mir oder beim originalen Video, ganz wichtig, beleidigt niemanden. Beleidigt einfach niemanden. Ihr könnt sachlich argumentieren, kritisieren und whatever, diskutieren, aber bitte beleidigt niemanden, ja? Egal ob Tune, egal ob Greta, egal ob mich, egal ob whatever, beleidigt einfach niemanden. Was mir allerdings wichtig ist, ist, dass ihr ein Bewusstsein dafür entwickelt, was zurzeit da draußen passiert. Und ich denke, Bewusstsein ist das richtige Stichwort, denn man sollte zuerst einmal auf sein eigenes Handeln schauen, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt. True. Leider ist es oft so, dass wir mehr gegeneinander arbeiten, als zusammen für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Und das mag sich jetzt nach einer Floskel anhören, aber so unterschiedlich wir auch alle sind. Eine Sekunde, Freunde. So, sorry für den kurzen Cut, Freunde. Wir haben nur dieses eine gemeinsame Zuhause. Und dieses wird leider von einigen wenigen beherrscht, die sich einen verfickten Scheißdreck für uns interessieren. Das war jetzt ein bisschen harsch ausgedrückt, ja. Aber ja, auf jeden Fall hat recht. Ja, ja, true. Es kann nicht sein, dass die Zukunft unserer Welt in den Händen einiger weniger liegt, für die Profit wichtiger ist als jegliche Moral. Diese Leute lachen über uns. Und die lachen noch mehr über uns, wenn wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen, anstatt gemeinsam für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Und das heißt in erster Linie,
Schaut zuerst auf euch selber, bevor ihr andere Leute kritisiert. True. Schaut, was könnt ihr selber tun. Vielleicht habt ihr in manchen Dingen eine andere Einstellung. Vielleicht habt ihr eine andere Hautfarbe. Vielleicht kleidet ihr euch anders. Aber versucht dies niemals als Anlass zu nehmen, um euch gegenseitig dafür zu verurteilen. Sondern versucht lieber... Tune ist voll weise geworden auf einmal. Ich bin stolz auf ihn. Gestern war noch mein Sohn. Ich habe ihn aufgezogen an der Brust. Jetzt, er ist weise geworden. Aber Real Talk, Freunde, jetzt mal Spaß beiseite. Alle sagen immer, ach, ich selbst kann nichts verändern, bla bla bla, und der ist viel schlimmer als ich. Macht euren eigenen Stuff, zieht euren eigenen Stuff durch, so gut es geht, und denkt selber über euer eigenes Verhalten nach, was könnt ihr besser machen in jeglichen Punkten, ja, nicht nur auf dieses Thema bezogen, in allen Punkten als Mensch. Gemeinsam diese Art der Vielfalt zu nutzen. Wenn wir wirklich ehrlich sind, dann müsste wirklich jeder auf alle Laster dieser Konsumgesellschaft verzichten, um allem gerecht zu werden. Und das tut niemand. Dann müssten wir alle in Hütten im Wald leben, ohne Handy, ohne Internet, ohne irgendwelche Markenklamotten oder sonst irgendwas. Das will aber fast keiner. Das hat auch nichts mit Doppelmoral zu tun. Aber wir sind alle irgendwo gefangen in diesem System und deshalb sollten wir aufhören, gegeneinander zu arbeiten, sondern eher versuchen, unsere gemeinsamen Möglichkeiten zu nutzen. Vor allen Dingen die Möglichkeiten, uns zu vernetzen. True. Es gibt da draußen Leute, die meinen es nicht gut mit uns. Und wir sollten und wir werden denen zeigen, dass die nicht am längeren Hebel sitzen. Und das heißt im Klartext, tut etwas. Geht raus, geht auf die Straße, macht Druck. Lasst uns zeigen, dass wir da sind und lasst uns zeigen, dass wir Ausdauer beweisen können. Schließt euch Protesten an, mobilisiert Freunde, mobilisiert eure Familie. Denn nur so können wir etwas verändern. Es wird immer wieder Leute geben, die werden solche Momente und Aktionen ausnutzen und werden die nicht ernst nehmen. Aber lasst uns nicht das Fehlverhalten einiger pauschalisieren, sondern lasst uns gemeinsam für und an einer besseren Zukunft arbeiten. Das ist mir wichtig. In dem Sinne, Peace und haut rein, Leute. Boah, ey, Freunde. Kleines, großes Mini-Fazit zum Ende. Starker Song, auf jeden Fall gute Message. Wichtige Message, guter Zeitpunkt. Und ich finde es auch wirklich schön, dass jetzt Tune und Asien sowas auf die Beine gestellt haben. Weil sie ja vielen Leuten einfach nicht nur eine Stimme geben, sondern auch vielen Leuten einfach dieses Thema näher bringen. Das erste Mal auch von der anderen Seite, glaube ich, das ist ganz gut. Schönes Statement auch am Ende. Wie gesagt, macht euch eure eigenen Gedanken und informiert euch gerne. Aber ganz wichtig, hinterfragt nicht immer nur das Verhalten anderer, sondern auch euer eigenes Verhalten. Wie tickt ihr? Was macht ihr? Warum macht ihr das? Und was könntet ihr besser machen? Ja, und was könntet ihr besser machen oder was könntet ihr an eurem Lebensstil ändern, was euch eigentlich gar nicht wehtut? So ein paar kleine Sachen einfach im Tagesablauf oder so, die man vielleicht überdenken könnte, die aber auf die Masse gesehen eine große Auswirkung haben können, ja? Macht das bitte, eure Hausaufgabe, Freunde. Ansonsten checkt das originale Video, wie gesagt, ab. Das war's von mir. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.